Wenn sie wirklich so unschuldig ist, wie konnte sie dann ihr Kind ermorden? Sie hat's nicht getan. Glauben Sie mir, ich habe das Baby nie gesehen und ich kann über das Baby nichts sagen und ich glaube einfach nicht an das Baby. In jener Nacht hatte sie Blut an ihren Händen. Wer? Meinen Sie die Mutter Oberin? Die Bettlaken. Oh großer Gott, ich hätte es mir denken können. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Es war überall Blut auf den Laken, aber ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich tat doch nichts Unrechtes. Aber ich bin hier die Ärztin. Und ich bin diejenige, die entscheidet, was wichtig ist oder was unwichtig ist. Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen Ihre Seele sezieren. Ich möchte, dass du dich an eine Nacht im letzten Januar erinnerst. Was ist das? Irgendjemand folgt mir. Wer? Was brauchen Sie, Doktor? Antworten. Hältst du das Mädchen für unschuldig? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie völlig gesund und nur eine gute Lügnerin. Geben Sie doch zu, dass Sie mir Dinge verheimlichen. Schmutzige Dinge, die Sie nicht auszusprechen wagen. Sie haben mich angelogen. Das kann so passen. Warum sollte ich lügen? Weil von Mord die Rede ist, ganz einfach. Ich habe nie ein Baby gesehen. Das haben die erfunden. Ich bin in Panik geraten. Vor oder nachdem Sie das Kind getötet haben? Ich weiß nicht, warum man mich quält. Was hast du mit dem Baby gemacht? Sie kann sich nicht erinnern. Es war tot. Bei der Geburt hat es noch gelebt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es kann sie das tun. Hat es das? Ich weiß es nicht mehr. Hat es das? Ja!